Hallo liebe Freunde hier aus dem Grenzgebiet. Wir sind hier an der Grenze zwischen Ungarn und Serbien und wir sehen hier hinter uns die Grenzanlagen, die Ungarn hier aufgebaut hat, um die EU-Außengrenze entsprechend zu schützen. Denn in der Vergangenheit, besonders seit 2015, sind ja immer wieder illegale Migranten hier über diese Grenze gekommen. Wir sind hier in der Region Aschatalom. Momentan ist es hier recht ruhig, aber in letzter Zeit versuchen immer wieder illegale Migranten auch diese Grenze zu überqueren, diese Route wieder zu aktivieren, und wir wollen mal sehen, was sich hier so tut. Ja, hallo liebe Freunde, wir sind hier in Ungarn, in Aschatalom, an der Grenze zu Serbien. Bei mir ist der noch Bürgermeister von Aschatalom. Wie ist die Lage hier an der Grenze mit der illegalen Migration? Ja, wir sind unter Invasion. Dieses Problem begann vor langer Zeit, in der Tat im Jahr 2015. Und diese Art der Masseneinwanderung zerstört die Ruhe dieser Gegend. Und wir müssen unser Dorf, unsere Stadt, unser Land, ganz Europa schützen. Dieser Grenzzaun war meine Idee. Ich habe es der ungarischen Regierung zum ersten Mal vorgeschlagen und ich bin sehr, sehr glücklich, dass die ungarische Regierung diesen Grenzzaun errichtet hat. Wir brauchen ihn, aber es ist nicht genug, weil diese Invasion, diese Masseneinwanderung seit 2015 nicht aufhört. Wir sind also immer noch unter Invasion. Wir haben viele Probleme mit ihnen und die Situation ändert sich, weil es jetzt das organisierte Verbrechen ist, wie eine Mafia. Diese Masseneinwanderung ist ein sehr, sehr gutes Geschäft für die Kriminellen, und alle Kriminellen kommen direkt aus dem Nahen Osten, aus Pakistan, aus Afghanistan. Diese Kriminellen sind voll bewaffnet. Hier gab es neulich eine Schießerei, eine echte Schlacht, und es gab ein Opfer. Sie schossen einen der anderen Kriminellen nieder, der ein Menschenschmuggler war. Das ist wie eine Mafia auf der Grenze der Europäischen Union, und ihr Ziel ist Deutschland. Sie wollen nach Deutschland. So schützen wir unsere Dörfer, unsere Städte, unser Land und auch ihr Land, Deutschland. Und die meisten von ihnen sind keine Flüchtlinge. Sie könnten beim ersten sicheren Land Halt machen. Die meisten von ihnen junge Männer ohne Frauen, ohne Kinder. Und wenn wir sie mit meinen Kollegen erwischen, sagen sie, dass sie wegen des Geldes nach Deutschland gehen wollen, weil sie ein besseres Leben, mehr Geld, mehr Geschäfte machen wollen. Und Sie wünschen sich von der europäischen Gemeinschaft, dass sie ihnen helfen, die europäischen Grenzen zu schützen? Es ist nicht nur die Grenze von Ungarn, sondern auch die Außengrenze der Europäischen Union? Ja, ich habe auch den ungarischen Ministerpräsidenten im Parlament um mehr Unterstützung und um mehr Hilfe gebeten, weil wir hier eine spezielle Grenzpolizei brauchen. Der Ministerpräsident Viktor Orban hat mir versprochen, umgehend zu helfen. Es wird eine neue Grenzpolizei geben, aber wir werden sehen, ob die Situation besser sein wird, vor allem ohne die Unterstützung oder Führung der Europäischen Union. Denn man bekommt nie irgendeine Hilfe aus Brüssel. Sie schützen die europäische Grenze. Sie sollten auch helfen. Ja, dann gibt es einige Polizisten von der Frontex, vor allem aus Österreich und aus Tschechien. Sie arbeiten mit uns, aber es ist nicht genug.
Und Brüssel sagt, dass die Führung der Europäischen Union diesen Schutz niemals finanzieren und niemals die ungarische Politik unterstützen wird, diese Masseneinwanderung zu stoppen. Ja, liebe Freunde, was haltet ihr davon, dass die Ungarn ihre Grenzen schützen mit so einem Grenzzaun? Bitte hinterlasst Kommentare, schreibt mir, ob euch das Video gefallen hat, welche Vorschläge ihr habt und gerne auch liken und teilen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Euch gefällt dieses Video und ihr wollt keine unserer Infos verpassen? Dann abonniert doch einfach kostenlos unseren Kanal und folgt uns auch auf Twitter, TikTok, Instagram, Facebook und Telegram. Die Links findet ihr in der Beschreibung.